Willkommen zurück bei Gothic Classic. Nach dem großen Schicksalsschlag, kann man so nennen. Naja, nach dem Wahnsinn des alten Lagers. Die Erzbarone haben die Feuermagier ermordet oder ermorden lassen. Alle bis auf Milton. Ja, so sieht's aus. Wir sind gildenlos. Wir sind ein Verräter. Wir haben auch recht lange den Wassermagiern geholfen, muss man dazu sagen. Wir haben die Fokussteine gesammelt, wir haben deren Ausbruchsplan unterstützt. Und anstatt, was vielleicht den Erzbaronen ja sogar lieber gewesen wäre, die Machtposition zu sichern. Und das ist ja die große Frage, wollen die vom alten Lager überhaupt, dass die Barriere zerstört wird? Vielleicht auch nicht, vielleicht sind die ja zufrieden. Vor allen Dingen natürlich die Erzbaronen in ihrer Festung mit ihren Lieferungen, Frauen, Erz, Waffen, Rüstungen, alles was sie wollen. Die wollen hier vielleicht gar nicht raus. Jetzt haben die gehört, dass wir die Wassermagier dabei unterstützen, die Barriere zu zerstören und damit auch ihre Machtposition. Lange Rede, kurzer Sinn. Heilige Scheiße. Was machen wir jetzt? Wir sollen zu Diego gehen. Auf der anderen Seite. Wir greifen einfach mal an, oder? Hier haben wir Fletcher. Na du Verräter, dich haben wir mal zum Gardisten gemacht. Pah! Moment, wovon redest du, Fletcher? Steckst mit diesem abtrünnigen Abschaum aus dem neuen Lager unter einer Decke, was? Warte mal. Hattest wohl gedacht, wir würden nicht dahinter kommen, wie? Jetzt aber mal halblang. Wir werden dich halblang machen, oder genauer gesagt, einen Kopf kürzer. Stirb, Verräter! Jetzt musst du dran glauben! Ach du Scheiße. Keine Zeit, ich muss noch was erledigen. Jetzt musst du dran glauben! Jetzt muss. Du hast. Ach du Scheiße. Ja. Verdammt. Von uns gekillt. Wie die direkt alle zustechen wollten, habt ihr das gesehen? Ja, okay, wir müssen die auseinanderziehen und einzeln töten. Bringt ja nichts. Aber wir können ja nicht zulassen, dass die hier jetzt. Na, warte mal. Hat es jetzt aber. Wir werden still. Jetzt muss. Ja, die sind durchgedreht. Die alte Mine ist eingestürzt und die haben einfach einen Schuldigen gesucht. Jetzt seziere ich dich. Du bist dran. Keine. Ich habe wieder keine Pfeile. Das triggert mich tatsächlich sehr hart mit den Pfeilen. Ich weiß nicht, warum das ist. Sich noch. Milton. Der bewegt sich noch. Ja, ich mach ja schon. Der bewegt sich noch. Danke für die Hilfe, Milton. Ja,
Wow. Also die Gardisten sind schon mal gegen uns und denken, wir sind ein Kollaborateur, ein Verräter. Was ja in gewisser Weise auch ein bisschen stimmt, ne? Wobei, die letzte Anweisung von Raven war, mach dich andersweitig nützlich. Haben wir auch gemacht. Aber das habe ich ja direkt gesagt, dass wir derart jetzt den Wassermagiern helfen, nur weil Iberion das ja im Nachhinein gesagt hat, war schon mutig. Ein Ticken zu mutig vielleicht. Ja, kämpfen wir mal das Tor frei, oder? Im Idealfall besiegen wir Fletcher, dass wir nur den Starken haben. Da ist ja noch irgendein schwerer Gardist. Wieder kein Fall. Ey, das gibt's doch nicht. Kein Fall. Wenn wir getroffen werden von der Armbrust von Fletcher, haben wir keinen Pfeil mehr in der Hand. Ich muss gerade mal kurz unsere Lebensenergie safen. Die Blutspur. Ah, ist mit Pfeil und Bogen, meine Güte. Ich muss vielleicht meinen Bug-Report schreiben, ne? Also das ist ja schon heftig nervig. Ja, hier. Der bewegt sich noch. So leid wird dir das tun. Ja, mit Pfeil und Bogen stirbt der Gegner direkt, wie ihr sehen könnt. Ich glaube, der hat auch keinen. Kann sein, dass der keine Bolzen hat? Da kommt nix. Entschuldigung. Damit ist die Seite auf jeden Fall schon mal bereinigt. Tor ist zu. Fletcher. Ja, so schnell kann es gehen. Wir wurden einfach mal vom Lager raus, vom Lagerverband. Milton, die sind alle tot. Hey du. Hallo. Hallo. Jemand aus dem alten Lager ist tot und du sollst damit zu tun haben. Wir sehen uns. Offensichtlich. Du auch. Soll der Spruch. Okay, gehen wir mal zu Diego auf die andere Seite des alten Lagers. Heilige Scheiße. Es sieht so aus, als wäre etwas ziemlich Böses passiert. Alle Feuermagier tot. Könnt ihr euch vorstellen, wie das für mich war, als ich das zum ersten Mal erfahren habe? Wenn man zum ersten Mal Gothic 1 spielt, ich gehörte damals auch dem alten Lager an, weil das ja das coolste ist, alleine weil es hier in der Burg ist und so. Und dann bringen einfach mal eben die Erzbarone die ganzen Feuermagier um. Die Spannung war immer da. Bin ich fest davon überzeugt, dass sie da in ihrem Haus waren, so abgegrenzt, dass keine Zusammenarbeit stattgefunden hat. Das war klar. Und dass die Erzbarone und die Feuermagier auch nur eine Zweckverbundenheit hatten, war auch klar. Aber heilige Scheiße. Diego? Hey, pst. Sei ganz leise. Hallo Diego, ich habe Milton auf der anderen Seite des Lagers schon gesprochen. Gut, dann weißt du ja schon, was passiert ist. Aber weißt du auch von dem geplanten Überfall auf die freie Mine? Was? Wie konnte die alte Mine einstürzen? Einer der Buddler, der sich retten konnte, erzählte davon, dass sie auf der untersten Minenebene einen unterirdischen Fluss angegraben haben. Als das Wasser in die Mine einbrach, wusch es einige Stützpfeiler weg und der gesamte obere Bereich stürzte ein. Nur eine Handvoll Leute haben es lebend aus der Mine rausgeschafft. Also kurz,
ne, zum Verdeutlichen. Die alte Mine ist die mit dem Minecrawler-Nest, mit Ian. Diese Mine ist eingestürzt. Die Hauptförderstelle des alten Lagers. Ich hab's ja schon gesagt. Damit gibt es streng genommen ja kein Erz mehr. Wieso sind die Feuermagier tot? Das ist eine etwas längere Geschichte. Nun erzähl schon. Es ist nicht die erste längere Geschichte, die ich mir anhören muss. Nun gut, ich hatte das Glück, mich beim Eintreffen der Nachricht vom Einsturz der Mine im Haus der Erzbarone aufzuhalten. Gomez war über das Unglück völlig außer sich und sah dadurch sofort seine Machtposition gefährdet. Klar, wer das Erz kontrolliert, kontrolliert die Kolonie. Richtig. Nun, da er von seiner einzigen Einnahmequelle abgeschnitten ist, wird auch der Warenfluss von der Außenwelt bald stoppen. Niemand wird mehr für ihn arbeiten wollen, wenn nicht bald eine andere Einnahmequelle aufgetrieben wird. Und deshalb ein Überfall auf die freie Mine. Das ist, neutral betrachtet, die einzige Chance, die Gomez hat, seine Macht zu erhalten. Vor einigen Stunden sind 2 Dutzend Gardisten in Richtung freie Mine aufgebrochen. Heilige Scheiße. Das ist Wahnsinn. Ich muss das neue Lager warnen. Dann solltest du dich beeilen, denn sie dürften die freie Mine schon fast erreicht haben. Aber sie würden niemals an den Befestigungen des neuen Lagers vorbeikommen. Das ist nicht nötig. Schon vor einigen Monaten haben sie einen Weg über die Berge zur freien Mine gefunden, den niemand sonst kennt. Das heißt im Klartext, die Mine, bei der wir nicht unten rein durften, wisst ihr noch? Wo wir oben dem Typen die ganzen Essenssachen gebracht haben. Das war ja die freie Mine, die Mine des neuen Lagers. Und die wollen jetzt die Gardisten des alten Lagers überfallen als Ersatzmine für die alte Mine, die ja eingestürzt ist. What the fuck? Und das auch noch über einen geheimen Bergpfad, den keiner kennt, wodurch die an den ganzen Verteidigungsanlagen vorbeikämen. Ich habe Gardisten vor den verschlossenen Toren gesehen. Halt dich bloß von ihnen fern. Sie greifen jeden an, der sich dem Lager nähert. Wir haben wohl Angst vor den Vergeltungsmaßnahmen nach dem Überfall auf die freie Mine. Zu Recht. Aber was passierte mit den Feuermagiern? Koristo und die anderen Magier waren die einzigen im Lager, die vernünftig blieben. Sie verboten den Überfall und forderten eine Einigung mit den beiden anderen Lagern. Sie verboten Gomez den Überfall auf die freie Mine. Tja, Koristo und die anderen hätten wohl weniger forsch auftreten sollen. Gomez verlor das Vertrauen zu ihnen und ließ sie hinterrücks niederstrecken. Heilige Scheiße. Was wollen Milton und du nun machen? Wir werden hier noch eine Weile ausharren und andere Freunde warnen, bevor sie den fanatischen Gardisten in die Hände laufen. Aber du könntest uns noch einen Gefallen tun. Ist schon so gut wie erledigt, sprich. Suche Lester und Gorn. Sie müssen wissen, was hier passiert ist. Richte ihnen aus, dass wir 4 uns wie immer am verabredeten Platz treffen. Wenn ich sie vor euch treffe, werde ich sie warnen und zu eurem Treffpunkt schicken. Danke, mein Freund. Du scheinst wirklich in Ordnung zu sein. Geh nun. Wir sehen uns später. Mach's gut. Okay, also. Das Treffen. Verbannung aus dem alten Lager. Fletcher, der nun mit einer Gruppe Gardisten das am Haupt des alten Lagers Wache hielt, bezeichnete mich als Verräter und Abtrünniger. Er ließ sich auf keine Diskussion ein und griff mich sofort an. Es sieht so aus, als ob ich nun aus dem alten Lager verbannt wurde. Hilfe der Feuermagier. Ich muss so schnell wie möglich das neue Lager warnen und Satoras über die Ereignisse aufklären. Hoffentlich komme ich nicht zu spät, denn die freie Mine. Nach dem Einsturz der alten Mine hat Gomez seinen Männern befohlen, einen Angriff auf die freie Mine des neuen Lagers zu unternehmen. Als sich Koristo und seine Feuermagier den Plan widersetzten, wurden sie von Gomez Männern hinterrücks niedergestreckt. Riordion war aufgeschlossen wie immer, übergab mir einen ganzen Haufen Tränke. Okay, das Treffen. Alle Feuermagier sind tot und die Situation spitzt sich zu. Diego hat mich beauftragt, Lester und Gorn davon zu unterrichten, dass er sich mit ihnen und Milton an einem geheimen Ort treffen will. Das scheinen sie nicht zum ersten Mal gemacht zu haben. Ja, wisst ihr wo? Da, wo Milton saß. Milton saß auf dieser Bank. Random. Safe war das deren Treffpunkt. Gut, also, wir wollen den Bogen benutzen können. 2. Hallo. Hi. Kannst du mir... Ja. So. 1, 2. Dein Geschick kommt bald wieder. Ja. Mach's gut. So. Der ist ja Gold. Der passt voll gut zum Schwert. Okay, jetzt wäre die Frage... 10, 10, 5. 5. 10, 10, 5. 8.
Dann erhöhen wir jetzt, wie viel Geschick brauchen wir für den Bogen? 34. Wir haben 34. Also 5. Also erhöhen wir Geschick um 5. Hallo. Ja. Dein Geschick im Umgang mit Bögen und Armbrüsten ist schon besser geworden. Komm bald wieder. Es gibt viel zu lernen. Mach ich. Mach's gut. So, und jetzt können wir nämlich den Ring hier ausziehen. Und den Ring anziehen mit mehr Rüstung. Okay, wir haben ja keine 10 Lernpunkte, deswegen, aber die 20 heben wir uns auf. 23, 3 bringen uns nichts. Die 20 sind für Bogen, ist klar. Okay, Diego, wir müssen jetzt ein bisschen kämpfen. Reden die auch mit uns? Schon wieder so viele. Ist der Verräter aus unserer Mitte. Pa und dich haben wir mal Gardist genannt. Moment, was redest du da, Bloodwyn? Machst gemeinsame Sache mit dem neuen Lager, was? Warte mal, ich bin doch noch immer... Glaubtest wohl, das könnte ewig so gehen. Jetzt hör aber auf mit diesem Unsinn. Verräter wie dich machen wir kalt. Stirb, Abtrünniger! So viel zu unserer Fraktion, ne? Jetzt musst du dran glauben! Okay, safe schon mal laden. Die müssen auf Diego gehen. Keine Chance, das sind ja mega. Hey, warum sind das so viele? Das waren doch... Das ist die Torwache, die so viel Schaden macht, tatsächlich. Das sind gar nicht die normalen Gardisten, das ist die Torwache. Also auch Bloodwyn war jetzt gar kein so großes Problem. Junge. Diego, gute Arbeit. Wer war? Du hast ja alle gekillt. Gardist. Kampfschwert. Bloodwyn. Torwache. Gardist. Leichter Armbrust. Mich verwirrt nur eine Sache noch. Ah, ich weiß wieder. Alles gut. Okay, damit haben wir jetzt an beiden Seiten die Gardisten getötet. Unsere ehemaligen Freunde. Oder Zweckfreunde. Hallo. Hallo. Willst du dich nochmal mit mir anlegen? Mit dir? Nein. Mach's gut. Okay. Vorschlag, wir gehen mal zu Lester, wenn wir jetzt eher mal hier sind. Gorn ist ja kein Problem, da können wir uns hin teleportieren, da müssen wir eh hin. Aber zumindest... Lester sollten wir auf jeden Fall warnen. Ja, ist das nicht verrückt? Damit kommen wir nicht mehr ins alte Lager. Und es gibt im Spiel keine Möglichkeit, die schwere Gardistenrüstung zu bekommen. Ich habe es ja immer wieder probiert, aber ich hatte es auch noch im Kopf, dass man sie zwar bei Stone auswählen kann,
Aber man kann gar nicht weit genug, lange genug in der alten, im alten Lager sein, um sich die schwere Gardistenrüstung zu verdienen. So ist richtig gesagt. Das geht schlichtweg gar nicht. Könnt ihr mir mal sagen, warum ich manchmal keinen Pfeil habe? Weil das geht ja gar nicht klar. Ja, und wenn wir dann nochmal aufsteigen, könnten wir dann die Erfahrungspunkte nutzen, um unsere Stärke zu erhöhen. Und dann entweder ein besseres Schwert zu benutzen natürlich, oder aber um das Schwert, was wir aktuell haben, ohne Kette nutzen zu können. Okay, da ist nichts. Hätte ja sein können, dass ein paar Goblins wieder da sind. Okay, gehen wir Lester Bescheid sagen, dann teleportieren wir uns zurück zum neuen Lager und sagen Gorn Bescheid und berichten Saturas, was passiert ist. Oh mein Gott, der wird sich freuen. Ah, der Bogen ist schick. Jetzt fehlt nur noch Bogenstufe 3. Und dann haben wir unsere beiden Waffen gefunden. Zweihänder und Bogen. Magie lassen wir komplett weg. Und in der PC-Fassung würde ich dann komplett mit Magie spielen. Also, Zweihänder und Magie. Da wäre halt dann die Frage, ob wir uns direkt im neuen Lager anschließen. Richtung Wassermagier arbeiten. Einhänder kommen wir nicht vorbei in den 30 Lernpunkten, oder? Ohne Bogen, die Minecrawler schaffen wir ja nicht. Ah, es hat ja gut geklappt. Stärke und Einhänder, dann Zweihänder und halt den Bogen komplett weglassen. Der ist noch bei der Bergfestung, oder? Wache. Ja, du auch. Wo ist denn Lester? Können wir Kor'Kalom berichten, was passiert? Ach, Kor'Kalom. Ja, genau. Kor'Anga. Ist Lester noch bei der Bergfestung? Da soll ich den warnen? Ich vergesse immer, wo die Arena ist, ne? Ist Gorn denn auch noch bei der... Ist Gorn auch noch bei der Klosterruine? Huh. Ich höre nicht mehr auf das Trotzdem stecken. War nicht besonders schlau. Ich hätte jetzt noch sterben müssen an dem Fallschaden. Dann hätte es genau gepasst. Ja, aber das ist eine der heftigsten Ereignisse in Gothic 2. Erwache. Wie werde ich in den Kreis der Templer aufgenommen? Ich glaube gar nicht mehr. Du musst eine Zeit lang als Novize gedient haben, um deinen Glauben an den Schläfer unter Beweis zu stellen. Dann kehre zu mir zurück und ich werde dich unterweisen. Ich glaube, der Zug ist abgefahren. Aber danke für die ehrliche Antwort, Kor'Anga. Was sagt die Uhr? 17 Uhr. Ah, doch, wir haben doch den Schleichpfad von hier aus zur Bergfestung. Das ist doch super. Dann gehen wir jetzt erst zur Bergfestung, Lester Bescheid sagen. Ja, Klosterruine weiß ich gar nicht, wie wir da am besten hinkommen. Eigentlich auch von hier. Ja, und damit ist einfach mal das ganze Lager weg. Was ist das denn für ein Wetter? Nehmen wir mal einen Sprinttrank. Und auf geht's. Ja, wie werden wir jetzt die Barriere los? Das ist die gute Frage. Die magische Kraft der Magier rund um Koristo ist auf jeden Fall schon mal weg. Und Milton alleine kann ja keine ganze Magiertruppe ausgleichen. Denkt dran, dass Milton auch noch so eine Art Lehrling ist, der neueste der Magier. Ne? Ist jetzt nicht so, als wäre das der
erfahrenste von allen gewesen. Ja, damit tragen wir eine Rüstung, derer wir gar nicht mehr angehörig sind. Und sind komplett fraktionslos. Anders kann ich es nicht sagen. Meine Güte. Und wir haben ja erfahren, dass es hier diesen wunderbaren Schleichweg gibt, über den wir direkt zur Bergfestung kommen, von dem ich keine Ahnung hatte. Das war eine Minute. Ach, das war auch keine Minute. Da haben wir nochmal die Bergfestung. Sprint, sprint, sprint. Wo ist hier jetzt Lester? Ich bin jetzt extra hier, nur um Lester Bescheid zu sagen. Ah ja. Hey du. Lester. Erwache. Was? Wie soll ich den Fokus erreichen? Haben wir ja schon. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Wie sieht's aus? Hey, was machst du denn hier? Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Und? Die Feuermagier sind alle tot. Gomez hat sie ermorden lassen. Das wieder hinzubiegen wird nicht einfach. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Sie wollen sich mit dir treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Bruder, aber auch Zeit! Wie geht es nun weiter? Ich werde noch etwas bleiben, um die alten Bücher zu studieren. Ich verstehe nicht. Meister Iberion sagte immer, der Schüler versucht die Dinge mit Händen und Füßen zu bewegen. Der Meister bewegt die Dinge mit der Kraft seiner Gedanken. Schon gut, ich hab's verstanden. Also pass auf dich auf. Ich danke dir. Ich werde mich jetzt wieder auf den Weg machen. Der Schläfer möge dich behüten. Das war ja mega, das weirde Gespräch. Aus Gründen des repetitiven Laufweges und dessen, dass wir das schon alles sehr oft gesehen haben, nutzen wir mal die Teleportrune zum Sumpflager und starten von da aus nochmal Richtung Klosterruine. Und dann, müssten wir irgendwann mal zu Satoras zurückkehren. Ja, drücke ich mich auch ein bisschen vor, ne? Jetzt Satoras Bescheid sagen, dass die Feuermagier alle tot sind und der tolle Plan mit dem Erzhaufen scheinbar, wenn er denn überhaupt jemals geklappt hätte, jetzt sehr fragwürdig erscheint ohne die entsprechende magische Kraft. Das wird den freuen. Aber ab sofort sind ja alle Lernpunkte Luxus. Da wir jetzt Stärke hochpushen können, Stärke und Geschicklichkeit. Wir sind an dem Punkt, dass wir unsere Waffenfähigkeiten perfektioniert haben. Bogen fehlt jetzt nur noch gleich die eine Unterrichtsstunde von Wolf. Und dann heißt es, schön nur noch für neue Waffen die Stärke und Geschicklichkeit erhöhen. Notfalls die Amulette anziehen, klar. Und den Schadensoutput maximieren natürlich. Ja, heftig. Heftig, heftig. Dabei haben wir so viel für das Lager getan. Für Raven und für die ganzen Anhänger. Das ist schon krass. Und dich haben wir Gardist genannt. Dabei waren Bloodwind und ich doch so dicke. Wir haben dem nie Schutzgeld bezahlt. So dicke waren wir. Ich habe den von Anfang an als gleichgestellt akzeptiert und nicht als übergeordnet. Ja, aber jetzt inzwischen kenne ich mich auch wieder richtig gut aus von der Spielwelt her. Ich weiß nicht, ob es euch auch so geht, aber ich könnte jetzt auch ohne Karte alle Wege finden.
können auch hier nochmal so ein bisschen in den Wald reingehen, mit den Gegnern, aber ich denke mal... Ah, guck mal hier. Okay, also wenn ein Gegner uns so zurückdrückt, dass wir so, dann haben wir keinen Pfeil mehr in der Hand. Keine Ahnung warum. Und der Nebelturm, ne? Denkt dran, der Nebelturm ist auch noch hier. Den machen wir dann später, wenn wir eine bessere Rüstung haben. Mit unserer Waffe bin ich schon zufrieden, aber es fehlt noch der entsprechende Schutz durch eine Rüstung. Kann man einfach die Säule umdrücken. Wo ist Gorn jetzt hier? Puh. Oder ist Gorn doch schon im Lager? Realistisch gesehen könnte Gorn ja nur hier sein, oder? Aber Gorn traue ich auch zu, dass der einfach schon zurückgegangen ist. Ist auch nicht der spannendste Ort hier. Machen wir einen Quicksave. Und gucken mal. Ich habe die Waschmaschine im Hintergrund gehört. Wassermagier. Ach, Gorn! Gut, dass du wieder zurück bist. Es ist etwas Schreckliches passiert. Lass mich raten. Die freie Mine wurde von Gardisten aus dem alten Lager überfallen, die niemand kommen sah. Moment. Woher? Aber natürlich. Du hast es im alten Lager erfahren. Gorn kam kurz vor dir hier an. Was kann Gomez nur veranlasst haben, solch einen aggressiven Schritt zu wagen? Ihm müsste klar sein, dass dieser hinterhältige Überfall einen Krieg heraufbeschwört. Ja, ganz einfach. Die alte Mine wurde nach einem Wassereinbruch verschüttet. Verschüttet, natürlich. Dann gibt das Ganze langsam einen Sinn. Gomez steht mit dem Rücken zur Wand. Er ist gefährlicher denn je geworden, denn nun, wo er nichts mehr zu verlieren hat, wird er zu allem fähig sein. So ist es. So ist es. Und er sucht sich die Schulden über die Schuldigen überall, nur nicht in den obersten Reihen der Erzbarone. Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Töten lassen? Wieso bei Belia hat er so etwas getan? Sie waren gegen den Überfall auf die freie Mine und stellten sich gegen Gomez. Dann sind wir alle verloren. Ohne die anderen 6 Magier werden wir die geballte Kraft des großen Erzhaufens nicht kontrollieren können. Ich danke dir trotzdem dafür, dass du diese gefährliche Botschaft an mich überbracht hast. Das alte Lager hat mich verbannt, weil ich euch geholfen habe. Du gehörst nicht länger zum alten Lager? Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, die Söldner werden mich aufnehmen? Sprich mit Lee. Er wird sich darum kümmern. Danach komm wieder zu mir. Okay, machen wir genauso. Mögest du in einem Stück zurückkehren. So ist es. Gorn? Hallo. Hallo. Ich habe Diego und Milton vor dem alten Lager getroffen. Eine gute Nachricht. Sie wollen sich mit dir und Lester treffen an eurem üblichen Treffpunkt. Danke. In diesen turbulenten Zeiten sind gute Freunde unersetzlich. Auch du gehörst mittlerweile schon fast zu uns. Auf dich ist Verlass. Das hoffe ich doch. Was hast du in der freien Mine gesehen? Nachdem ich von der Klosterruine zurückkam, wollte ich einen Abstecher zu Okyl, dem Boss der freien Mine, machen. Doch als ich ankam, lagen überall Leichen herum. Ich konnte gerade noch sehen, wie sich einige Gardisten im Mineneingang verschanzten. Wie konnten so viele Söldner 2 Dutzend Gardisten unterliegen? Sah mir sehr nach einem Angriff aus dem Hinterhalt aus. Niemand hätte erwartet, dass Angreifer über die Berge kommen würden. Das Überraschungsmoment kann die Stärke einer Truppe vervielfachen. Was hast du jetzt vor? Die gesamte Verteidigung unseres Lagers muss nun umgestellt werden. Das braucht Zeit.
Bis Lee und seine Leute soweit sind, werde ich mich erstmal Korts provisorischen Wachposten anschließen. Plant ihr einen Gegenschlag? Noch nicht. Aber der Tag wird kommen. Wenn du mich suchst, gehe von hier in Richtung Mine. Dort werde ich meinen Posten beziehen. Okay. Reden wir mal mit Lee. Aber ihr habt's gehört. Also, das neue Lager ist bereit, uns aufzunehmen. Was gibt es Neues von unseren Freunden aus dem alten Lager? Gomez hat alle Feuermagier töten lassen. Nein, dieser Hund. Ich hatte Coristo gewarnt. Ihm war noch nie zu trauen. Du musst Saturas davon berichten. Habe ich schon, aber danke für dein Interesse, Nefarius. Okay, reden wir mal mit Lee. Ich halte mich da lieber raus. Genau, ich wollte gerade sagen, es ist sehr nett von dem neuen Lager, dass sie euch Verantwortung übernehmen. Mehr oder weniger dafür, dass wir ihnen geholfen haben und uns jetzt aufnehmen wollen. Was sagst du zu der Sache mit der Mine? Sie sind so weit gegangen. Dafür werden sie büßen. Wow. Das alte Lager hat mich verbannt. Ich möchte mich euch anschließen. Du hast viel für unser Lager getan. Männer wie dich kann ich gebrauchen. Machen wir es kurz. Willkommen im neuen Lager, Söldner. Hier ist eine von unseren Rüstungen. Gut, dass du bei uns bist. Danke. Direkt eine bessere. Ich brauche eine bessere Rüstung. Die Rüstungen musst du dir erst verdienen. Außerdem sind sie nicht ganz billig. Schwere Söldnerrüstung, Söldner, schwere Söldner. Gib mir die schwere Rüstung. Diese Rüstung ist das Beste, was du in der Barriere bekommen kannst. Und glaub mir, sie ist das Erz wert. Nimm mir die auch noch. Ich möchte die mittelschwere Rüstung haben. Diese Rüstung ist ein ordentliches Stück Arbeit. Sie wird deinen Körper gut schützen. Na gut, dankeschön. Kannst du mir was beibringen? Ich kann dir helfen, stärker und geschickter zu werden. Okay, ja, jetzt haben wir im Nachhinein hier natürlich die Lehrer freigeschaltet, weil wir jetzt kurzerhand dem Lager beigetreten sind. Wir haben ja kein anderes mehr. Deswegen kann man auch gar nicht bis zum Ende des Spiels im alten Lager bleiben. Das ist unmöglich. So, sehen wir uns mal die Söldnerrüstung an, die wir jetzt bekommen haben. Also einmal die normale Söldnerrüstung, die ist genauso gut wie unsere Garderüstung. Das ist diese halbe. Und dann haben wir auch noch die schwere Söldnerrüstung, die nochmal 15 Punkte gegen Waffen und 10 Punkte gegen Feuer besser ist. Na, also das war ja unsere. Das ist die Söldnerrüstung und das ist die schwere Söldnerrüstung, im Nachhinein die auch Lee trägt. Und dann hier einmal für Subnail, denn ab sofort tragen wir ja eine neue Rüstung bei uns. Einmal für Subnail den Bogen weg. Was willst du? So, und von mir aus das Schwert auch nochmal. Nicht, dass das nachher noch stört, man weiß ja nie. Okay, ja, damit sind wir jetzt ein Söldner. Ich glaub's nicht. So schnell kann's gehen, ne? Neue Rüstung und neue Fraktion, Söldner. Neue Gilde. Okay, wir gehen nochmal zu Saturas. So. Hey du. Sei gegrüßt. Hallo, hallo. Lee hat mich bei den Söldnern aufgenommen. Gut, sehr gut. Dann gehörst du nun offiziell zu unserer Gemeinschaft. Sei herzlich willkommen. Dankeschön. Hey, hat Nefarius das gesagt? Moment. Mögest du in einem Stück zurückkehren? Ja. Nefarius will, dass ich Wassermagier werde? Das will ich nochmal von ihm selber hören. Ja, würde ich sagen, hat er gesagt. Saturas, ich bin ab sofort ein Wassermagier. Hey du. Sei gegrüßt. Nefarius sagte, ich sei bereit, die Robe der Wassermagier zu tragen. Dann heiße ich dich in unserer Gemeinschaft willkommen. Heißt das, ich gehöre jetzt in die Gilde der Wassermagier? Noch nicht. Du musst erst den Eid des Wassers ablegen. Also ich sag mal so, dadurch, dass wir jetzt die schwere Söldnerrüstung haben, haben die Söldner uns ja nichts mehr zu bieten, oder? Stärke und Geschick können wir auch erhöhen, wenn wir Wassermagier sind. Das Einzige, wo ich mir Sorgen gemacht hätte, wäre, ob wir die Rüstung kaufen können. Da wir aber schon die schwerste Rüstung haben,
Ganz ehrlich, ab dafür. Dann sind wir auch noch Magier und können auch noch Kreise und Magie lernen, wenn wir es denn wollen. Ich bin bereit, den Eid abzulegen. Sprich nun die Worte des Eides. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Ich schwöre bei den Mächten der Götter. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Und bei der Kraft des heiligen Wassers. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Dass mein Wissen und Handeln von nun an und auf ewig mit dem Wasser verbunden sei. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Bis ich einkehre in Belias Reich und der Quell des Lebens versiegt. Trage diese Robe als Zeichen. Dankeschön. Die Robe eines Wassermagiers. Boah, 40 gegen Feuer. 15 Magieschutz. Ja, wir bleiben, ist natürlich schick, ne? Ist cool, aber wir bleiben natürlich bei unserer Söldnerrüstung. Hey, du. Das ist jetzt eher so Kosmetik, damit wir theoretisch alles lernen können. Magie zu Ehre. Es scheint aber auch so zu sein, dass es hier nicht diese Zweiteilung gibt, wie beim alten Lager, Gardist oder Feuermagier, sondern hier wird man Söldner und dann Wassermagier. Ich möchte die hohe Robe des Wassers tragen. Es ist noch nicht an der Zeit, dass du die hohe Robe tragen kannst. Schade. Kannst du mich unterrichten? Es gibt noch viel zu lernen für dich. Wenn du bereit bist, werde ich dich unterrichten. Ja, und das sind jetzt die Kreise der Magie. Okay, aber zurück zum Thema. Also, er hat ja, bevor wir uns aufgemacht haben zum alten Lager, von jemandem gesprochen, der eine Alternative zu den Feuermagiern darstellen könnte. Als du mich zu den Feuermagiern schicktest, erwähntest du einen weiteren jemand. Nun, ich hoffte, wir würden ohne seine Hilfe auskommen. Aber so wie die Dinge stehen... Wer ist dieser jemand? Also gut. Vor vielen, vielen Jahren. Bitte die Kurzform. Geduld. Also, als wir, die 12 Magier, damals die Barriere erschufen, wurden unsere magischen Kräfte von einem 13. Zauberer gelenkt und geleitet. Ein 13. Zauberer? Ich dachte, es hätte nur 12 gegeben. Die meisten, die die ersten Tage der Kolonie nicht miterlebt haben, glauben das. Dieser 13. Zauberer war einst unser Anführer. Das alles war, bevor wir uns in den Feuer- und Wasserkreis zerstritten haben. Doch er verließ das alte Lager, das damals noch das einzige Lager in der Kolonie war. Ah ja, wenn das mal nicht im Exil lebende ehemalige Anführer des Feuermagier ist, von dem wir schon gehört haben. So, by the way, ne? Choristo ist ja der Neue und so weiter und so fort. Hatte ich ja schon häufiger drüber gesprochen. Wie heißt dieser 13. Zauberer? Sein Name ist Xardas. Kaum einer kennt noch die alten Geschichten über ihn. Die, die es tun, nennen ihn nur den Dämonenbeschwörer. Warum verließ er das alte Lager? Er begann sich intensiv mit der Beschwörung untoter und magischer Wesen zu beschäftigen. Das beunruhigte nicht nur Gomez. Selbst die meisten der anderen Magier lehnten sich gegen ihn und sein unheiliges Treiben auf. Was passierte dann? Er war, anders als Gomez, kein Schlechter. Also ging er dem Konflikt aus dem Weg und verließ die anderen. Wo kann man diesen Zauberer finden? Er lebt heute zurückgezogen in seinem Turm mitten im Orkgebiet. Das ist so ziemlich der südlichste Ort der Kolonie. Ich werde zu Xardas aufbrechen und ihn um Hilfe bitten. Er ist der Einzige, der uns jetzt noch helfen kann. Wenn er keinen Rat weiß oder uns nicht helfen will... Er wird. Da wäre noch ein Problem. Oh je. Ein Problem? Ja, wir haben in den vergangenen Jahren öfters versucht, mit Xardas Kontakt aufzunehmen. Doch er scheint wohl lieber ungestört zu bleiben. Was bedeutet das? Keiner der Boten kehrte je von seinem Turm zurück. Du wirst einen Weg finden müssen, an seinen Kreaturen vorbeizukommen. Es scheint also weiterhin interessant zu bleiben. Wie werde ich mit seinen Kreaturen fertig? Wenn ich es wüsste, würde ich es dir sagen.
Am besten, du betreibst etwas Nachforschung in unserer Bibliothek. Vielleicht wissen die alten Bücher etwas über Stärken und Schwächen von magisch beschwörten Kreaturen. Ich werde die Bibliothek durchstöbern. Und mach dir keine Sorgen. Ich komme wieder. Ich mag den Helden, ja. Okay. Mögest du in einem Stück zurückkehren. Also, jetzt sind wir Wassermagier. So schnell kann's gehen. Vom gildenlosen Exgardisten zum Wassermagier. Also, Xardas hat also auf jeden Fall der ehemalige, ich finde das so interessant, der im Exil lebende ehemalige Chef der Feuermagier, hat also magisch beschworene Kreaturen als Leibwächter. Heilige Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Nix. Okay. Das ist die Bibliothek. Da gehen wir gleich hin. Myxia. Magie zu Ehren. Magie zu Ehren. Ihr seid ja alle wortkarg. Niemand. Merdarion. Magie zu Ehren. Okay, schade, das ist Reordian und Saturas die einzigen, die mit uns reden wollen. Reordian. Gut, dass du uns beigetreten bist. Ja, gut, das kann schon sein. Ich bin verletzt. Kannst du mich heilen? Durch mein Wort rufe ich die Kraft der Heilung und lasse diesen Körper und den Geist gesunden. Zeig mir deine Waffe. Sorry, Leute, da musstet ihr jetzt einfach einmal durch. Okay, danke. Wenn du verletzt bist, werde ich dich heilen. Hast du doch gerade. Danke. Okay, was für ein Abenteuer. Vor allen Dingen die Wegbeschreibung wieder, ne? Ja, irgendwo. Irgendwo im Orkgebiet. Irgendwo da unten. In dem nicht aus. Also ich zeig's euch gerne nochmal. Irgendwo hier. Jesus. Ich meine, wir haben den Turm ja schon gesehen. Aber er hat auf jeden Fall magisch beschworene Kreaturen als Wächter. So viel hat Saturas uns ja verraten. Und die müssen wir jetzt aufhalten. Ein Gegenangriff auf die freie Mine ist aktuell noch nicht geplant. Das heißt, da brauchen wir gar nicht hingehen. Wir lernen aber jetzt Bogenschießen. Bei Wolf. Und mit dem nächsten Stufenaufstieg erhöhen wir unsere Stärke um 10 und können dann wieder unser Schutzamulett anziehen. Magie lassen wir weg. Jo, Wolf, erstmal hey, schick die neue Axt ausgerüstet. Ich will mein Talent mit dem Bogen verbessern. Du bist jetzt schon ein guter Jäger. Erfahre nun das letzte Wissen, um ein Meisterschütze zu werden. Musst du aufhören, einer sein zu wollen. Erkenne das Gesetz von Auge, Spannkraft, Flugbahn und Ziel. Sei immer auf der Hut. Sei immer bereit. Die Technik beherrschst du schon lange zur Genüge. Geh einfach hin und wende dein Wissen und Können an. Werde ich tun. Okay, kurz interessanter Fakt. Die Rüstung hier von ihm ist, meine ich, die höchste Banditenrüstung. Das ist in Gothic 2 die niedrigste Söldnerrüstung. Ne? Also Wolf ist ja Bandit von Laris und die Rüstung switcht ein wenig die Fraktion, also die Gruppierung. Achso, Kronos, ich krieg noch eine Belohnung von dir. Hey du, Magie zu Ehren. Deine Entscheidung, zu den Wassermagiern zu kommen, war richtig. Willkommen, Bruder. Ja gut, also es kann schon sein. Warte mal. Magie zu Ehren. Saturas sagte, du hättest eine Belohnung für mich. Als Hüter des Erzes möchte ich für deine großen Dienste für unser Lager einen kleinen Teil des Erzes in deine Hände geben. Ich hoffe, du hast eine ebenso sinnvolle Verwendung wie wir dafür. Ja, Rüstungen kaufen. Ich möchte Schriften über Magie erwerben. Lehren der Götter. Band 1. Band 2. Band 3. Wahrscheinlich hast du recht. Es war doch klar, dass es Ärger gibt.
Oh, sehr viel Verwandlungszauber. Verwandlung Lurker, Crawler, Blutfliege, Scavenger, Ork Dog, Varan, Wolf. Feuersturm, Heilung, Licht, Eiswelle, das wären jetzt die Runensteine. Okay, danke. Lesen wir mal die drei Bücher noch, oder? Wir haben noch knapp 10 Minuten Zeit. Die nächste Aufnahme wäre dann die Aufnahme, der wir uns ins Ork-Gebiet aufmachen. Und wir gönnen uns mal jetzt noch die drei Bücher über... Ach nee, wir müssen ja noch in die Bibliothek. Das machen wir beim nächsten Mal. Die Lehren der Götter, Band 1. Höre die Worte der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie gehört werden. Befolge die Lehren der Götter, denn es ist ihr Wille, dass sie befolgt werden. Achte die Priester der Götter, denn sie sind erwählt. Die Worte Inos. Und möget ihr nicht verstehen, so zweifelt nicht an den Worten der Priester. Ihr Tun ist gerecht und weise, denn ich bin die aufgehende Sonne, das Licht und das Leben. Und alles, was da wieder der Sonne, ist wieder mir und soll verbannt sein auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Adanos. Arbeite und lebe, denn der Tag ist gemacht dafür, dass der Mensch arbeite. Suche das Lernen und Wissen, auf das du es weitergeben kannst, denn du bist... Denn du, so bist du geschaffen worden. Wer aber müßig und faul, der soll verbannt werden auf immer und ewig in die Schatten. Die Worte Belia. Wer aber handelt unrecht und gegen den Willen der Götter, den will ich strafen, den Körper mit Schmerz, Leid und Tod, den Geist werde ich aber zu mir nehmen, auf immer und ewig in die Schatten. Ja, also die, die sich nach Inos oder Adonos unfähig erweisen, gehen in die Schatten über und landen dann bei Belia. Band 2. Von Anbeginn der Zeit. Es ward noch kein Tag oder Nacht und kein Wesen zog über die Welt. Da erschien der Welt Inos und sein Licht erhellte alles. Und Inos schenkte der Welt das Leben. Da aber kein Wesen im Licht des Inos leben kann, schuf er die Sonne. Das Licht war aber noch zu stark. Da teilte sich Inos auf und schuf Belia. Belia brachte die Nacht. Oh, Inos ist also ein Teil von... Belia war mal ein Teil von Inos, also ein Bruder. Nun konnten die Menschen sein. Da teilte sich Inos erneut und schuf Adanos. Adanos gab den Menschen die Vielseitigkeit, Wissen, Neugier und Mut. Inos war sehr zufrieden mit sich und seinem Werk. Und er beschloss, die Menschen Adanos ganz zu überlassen, um zu ruhen. Belia aber wurde von Neid zerfressen, denn die Menschen beteten nicht zu ihm und ruhten des Nachts. Da wurde er zornig und er formte sich einen Menschen. Einen Menschen, der nur ihn anbeten sollte. Der Mensch aber ward genauso wie alle anderen Menschen. Belia wurde so stark vor Zorn erfüllt, dass er den Menschen tötete und sprach, »Wenn sie mich nicht anbeten, dann sollen sie mich fürchten.« Und er schuf den Tod und nahm den Menschen das Leben. Oh, was eine coole Geschichte. Also hat Inos ist der Urgott und hat sich geteilt in seine Brüder Belia und Adanos, Mann. Ist viel tiefgründiger, als ich dachte. Band 3. Inos gab den Menschen die Macht, ihn zu hören und zu ihm zu sprechen. Er gab ihnen die Macht, große Wunder zu vollbringen, und er nannte sie Magie. Mit dieser Macht konnten die Menschen die Welt frei nach ihrem Willen gestalten. Es gab keine Grenzen, die Inos ihnen aufzeigte, und so hatten die Menschen Teile an der göttlichen Schöpferkraft. Aber die Menschen waren sich alle gleich, und das gefiel ihnen nicht. Also nahm er denen, die unzufrieden waren, die Kraft. Die wenigen, die sich dankbar zeigten, stellte Inos über alle anderen. Diese Menschen wurden alsbald verehrt und gefürchtet und wurden Priester genannt. Doch auch unter ihnen gab es viele, die bald unzufrieden waren, und so kam es, dass sie zu Adanos beteten und ihren Ursprung vergaßen. Die Riege der Priester war gespalten. Kriege wurden entfesselt und auch der Glaube an die göttliche Allmacht war bald schon nur noch ein Mythos. So teilten sich die Priester, die dem Adanos folgten, nannte man nun Magier des Wassers. Die Geweihten des Inos hießen ab. Aber die Magie des Feuers. Krass. Okay, finde ich extremst interessant. Das war ja jetzt mega deep, die Background-Lore von der Entstehung der Welt in Gothic und von den Göttern. Krass. Ich dachte, das heißt, Inos ist schuld, dass es Belia gibt. Aber ohne Belia und ohne die Nacht gäbe es auch keine Menschen. Wow. Arcanum Gollum, Band 1. Also, fangen wir mal an. Das magische Erz kennen wir schon. Ups. Geheimnisse der Zauberei.
Dem Magus selbst wohnt wohl keine Magie inne. Er ist vielmehr in der Lage, sich ihrer zu bedienen. Er selbst hat ausschließlich die Fähigkeit, die Magie zu beeinflussen und zu lenken. Der in der hohen Kunst der Magie die eingeweihte Adept... Was? Der in der hohen Kunst der Magie eingeweihte Adept muss in der Lage sein, seinen Geist als Werkzeug zu benutzen. Sein Geist ist es, der die allumgebende arkane Kraft sammelt, sie formt, bündelt und letztendlich in die uns zugängliche Welt entlässt. Während dieser Zeit höchster Konzentration gelingt es dem Magus, mit seinem Geist unsere Sphäre zu durchdringen und auf die andere Seite zu blicken. Von dort kommt die Kraft, der Magus selbst ist nur Leiter und Former dieser Kraft. Barthos von Laran. Wahre Macht. Die heilige Pflicht des Kundigen. Es ist seine Macht, die den Magus von den normalen Menschen unterscheidet. Er, ausgestattet mit der Fähigkeit, göttliche Kraft zu beeinflussen, ist ein Wesen, für welches die normalen Grenzen des Sterblichen nicht gelten müssen. Hat der Magus erst einmal einen Grad erreicht, der es ihm ermöglicht, die Grenzen seines Daseins zu sprengen, so kann er sich selbst auf eine Stufe über der des Normalsterblichen stellen. Er kann Grenzen von Raum und Zeit durchdringen, selbst das Ende alles Seins, den Tod. Der Tod ist kein Hindernis auf seinem Weg. Totenbeschwörer oder was? Magische Erz kennen wir schon. Astronomie. Im Zentrum befindet sich der Morgrat. Mit seiner vier Elementen Erde, Wasser, Feuer und Luft. Der Raum des Vergänglichen, in seinem Inneren die unaussprechliche Dunkelheit des Belia. Über allem befindet sich die Sphäre des Himmels. In der Hierarchie des Kosmos nimmt der Mensch die Stellung des Empfängers ein. Durch seine Seele hat er Teil am höchsten Dasein, im göttlichen Geist. Sein vergänglicher Körper hingegen besteht aus Stoffen des Morgrat. Als kleines Abbild der ganzen Welt. Die synodische Umlaufzeit der Planeten, das heißt die Zeitdauer zwischen zwei gleichartigen Stellungen in Bezug zum Morgrat unserer Welt, weicht jedes Jahrhundert um einige Grade ab, sodass wir davon ausgehen können, uns in einer beständigen Bewegung mit dem restlichen Kosmos zu befinden. Bei der Aufstellung eines Kalenders bezogen wir uns anfangs auf den Mondlauf, um den Anschluss an die tatsächliche Lage des Sonnenjahres zu erhalten. Ist der Morgrat dann die Welt? Soll ich das so verstehen? Im Zentrum ist Morgrat und im Drin die Leere von Belia. Was heißt, dass wir ein Kosmos hätten, in dessen Mittelpunkt keine Sonne steht, sondern die Welt? Oder wie soll ich das verstehen? Geheimnisse der Zauberei, kennen wir das schon? Ja. Elementare Arcanae. Einordnung der Magie in das Gefüge des Irdischen. Viel wurde geforscht über die Magie und ihre Stellung zu den Elementen. Man kann mit Fug und Recht behaupten, dass die Magie als das absolute Element angesehen werden kann. Sie hat die Macht, alle Elemente zu verändern und zu formen und ist ihnen somit augenscheinlich übergestellt. Eine Verbindung von Element und Magie bringt jedes Element in seiner reinsten Form zutage. So gibt es an wenigen Stellen natürliche Vorkommen solcher Verbindungen und sie sind gar sehr begehrt. Auch die Fähigkeit eines Magus, Elemente scheinbar aus dem Nichts zu erschaffen, sind Beweis, dass die magische Kraft das reinste und höchste Gut darstellt, das existiert. Schlacht um Varant, zweimal. Ah ne, Band 2, Band 1. Varant ist die Wüste im Festland, also Myrtana, das Festland, da wo König Roba gegen die Orks kämpft, weshalb er ja die Schwerter braucht. Da gibt es Nordmal im Norden, wo die Schmelzöfen sind, da werden die Schwerter hergestellt, das Kernland Myrtana, wo der Krieg tobt, und im Süden die Wüste Varant. Und darüber handelt jetzt dieses Buch. Doch Feldherr Roba wählte den Angriff. Er versammelte sein Heer und stieß mit geballter Kraft gegen die schlecht gedeckte rechte Flanke des Feindes vor. Er hielt sich nicht lang mit dem Geplänkel auf, sondern stieß wie ein Schwert in die Seite des feindlichen Heeres und zerschnitt sie wie Papier. Immer weiter trieb er seine Mann voran, immer weiter Richtung der Grenze von Varant. Er wusste, wenn er diese Schlacht gewinnen wollte, musste es ihm gelingen, das feindliche Heer zu teilen und verhindern, dass sich Gellorn und Lukor vereinen und ihm den vernichtenden Schlag versetzen. Es musste ihm gelingen, ihren Nachschub zu stören.
denn war ihm der Sieg nicht mehr zu nehmen. Gellon war tot, seine Armee geschlagen, seine nun führungslose Männer auf der Flucht. Doch Robar war gewillt, dem Feinde keine Chance zu geben, sich zu sammeln und befahl sofort den Aufbruch, um den Feind zu vernichten. Lucor indes beschließt, die Gunst der Stunde zu nutzen und König Robars erschöpfte Truppen den Todesstoß zu versetzen. Der Krieg war entschieden, war Rand seiner. Für die Versorgung der Truppen so wichtige Seehäfen beraubt. König Robar weilte schon lange nicht mehr auf den Schlachtfeldern von Varant, sondern überließ es seinen Generälen, die letzten feindlichen Truppen aufzureiben. Varant besaß nur noch ein größeres Heer, geführt von Lucor, dem fähigsten Kriegsherrn des Varantener Heeres. Mehr als einmal hatte er eine drohende Niederlage in einen Sieg verwandeln können. Doch nun saß sein Heer in der Falle. Dem Heer des Feindes zwar zahlenmäßig überlegen, doch in aussichtsloser Position. Lee, der Kriegsheld von Myrtana, hatte ihn in eine Falle gelockt. Seine schwere Reiterei konnte auf dem tiefen, sumpfigen Boden des engen Tals nicht kämpfen und die Hügelketten um ihn herum waren von Lees Soldaten besetzt, die immer wieder zustießen und so sein Heer Mann um Mann dezimierten. Die verzweifelten Ausfälle seiner Mannen waren blutig zurückgeschlagen worden. Er war besiegt. Oh mein Gott, also hat König Robar Varant nur erobern können, weil Lee, sein General, für ihn gekämpft hat, den er nachher in die Mine hat werfen lassen hier. Gut, auf Drängen des Adels hin, ist klar, weil sie ihm halt diesen Mord angehängt haben, aber na gut. Also, nächste Aufnahme. Wir werden Arcanum Golum lesen. Möglicherweise habe ich die bewusst liegen gelassen, weil die etwas mit der Suche nach Xardas zu tun haben. Danach geht's auf in Richtung Xardas. Wir werden das Orkgebiet betreten. Ich hoffe, wir sind von unserer Rüstung her gut genug. Und werden versuchen, Xardas zu finden. Ist auch aktuell die einzige Aufgabe, Xardas der Dämonenbeschwörer. Ja. Zurückgezogen in einem Turm mitten im Orkgebiet. Beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.